Moin und herzlich willkommen zur 422. Rohstoff-Tagesausgabe der Formationstrainer am Montag, dem 26. November 2012. Fast habe ich gesagt Tages- und gleichzeitig Wochenendausgabe. Leider nicht. Wochenanfang. Allerdings, wenn Wochenwende wäre, könnten wir morgen auch nicht traden. Wie dem auch sei, die Märkte, um es kurz zu machen, weitestgehend alle unverändert, machen auch alle weitestgehend eine Doji-Kerze. Nur bei Silber kriegen wir nicht nur ein höheres Hoch und ein höheres Tief, sondern wir legen auch eine Strecke zurück zwischen Eröffnung und Schlusskurs und bekommen hier sogar einen Körper. Wir haben bei Silber eine sehr, sehr bullische Stochastik mit der K&D-Linie umeinander geschlungen, oberhalb der 80er Marke. Wir haben ein leicht steigendes Momentum. Allerdings ist dieser Markt sehr, sehr stark überkauft. Die K-Linie ist bei 97,5. So etwas kann noch eine Weile anhalten. Früher oder später wird aber eine solche überkaufte Situation abgebaut. In den kleineren Zeiteinheiten kann ich Ihnen das aus edukativer Sicht sagen, wird das eher schneller abgebaut. Über die größere Zeiteinheit kann das noch eine Weile bleiben. Entscheidend ist aber, so etwas ist gefährlich. Da wollen Sie nicht zusätzlich bullisch in diesen Markt hineingehen. Auch wenn wir hier bullisch ausbrechen sollten, kann ich Ihnen nur sagen, sehr vorsichtig sein, wenn es darum geht, hier bullisch durchzugehen. Wir haben nicht nur bei 34,50 und der Markt hat zumindest Potenzial, hier an die 34,50 heranzulaufen und bei 34,73 horizontale Widerstandslinien, sondern wir haben auch eine trendbegrenzende Linie. Das kommt hier, glaube ich, vom 27. Februar mit dem 5. Oktober, mit dem 4. Oktober. Und das ist die nächste trendbegrenzende Linie hier oben im Bereich der 34,50. Zusätzlich horizontale Widerstandsmarke. Sie sehen, das ist ein Widerstandscluster. Eher unwahrscheinlich, dass der Markt, nachdem er schon hier sehr, sehr schön und sehr bullisch gelaufen ist, dann die Kraft haben wird, sofort hier durchzulaufen. Gleichzeitig muss man sich klar machen, dass der Markt sich sehr viel Unterstützung aufgebaut hat, nämlich im Bereich der 33,77, 33,68 und dann 33,25, 33,13, denn hier ist nicht nur eine doppelte horizontale Unterstützungszone, hier ist nicht nur die 50-Tage-Linie, sondern so langsam kommt auch die 20-Tage-Linie nach oben. Man muss sich bitte klar machen, so wenn man sich diesen Chart anschaut, muss man sagen, ey, das sieht stark aus, aber diese Bewegung ist auch von wenig Volumen begleitet gewesen und deswegen gilt es, vorsichtig zu sein. Wir traden nicht unsere Meinung, wenn wir eine Position im Markt haben, sondern wir lassen den Markt entscheiden, wo er hinlaufen möchte. Wir wissen nämlich nicht, ob jetzt wirklich diese Bewegung Anschlusskäufer finden wird, halten wir für eher unwahrscheinlich. Allerdings haben wir kein Risiko, wenn wir das denn jetzt den Markt entscheiden lassen wollen, ob denn noch Anschlusskäufer hier durch diese Trendlinie durchgehen wollen. Aber wir wollen auch nicht hier unsere gesamten Buchungsgewinne aufgeben. Entweder läuft der Markt hier einfach weiter, bitteschön, und dann können wir nämlich unser Stop-Loss unter der aktuellen Tageskerze setzen. Nämlich unser Stop setzen wir jetzt bei 33,78, allerdings nur für die Hälfte der Position, die wir hier in diesem Bereich aufgebaut haben. Und die andere Hälfte bleibt unter dem letzten Swing-Low, nämlich bei 31,78. Jegliche Korrektur, die in den Markt kommen möchte, muss ein höheres Tief über den Tag ergeben. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass diese Trendlinie nicht zwangsläufig halten muss. Schauen Sie sich das an, wenn ich ein bisschen weiter wegzoome. Sie kennen meinen Standardspruch, Cliffhanger. Das ist fast vertikal. Es ist sogar gesund, wenn der Markt hier nämlich noch eine Korrektur macht. Ich will jetzt gar nicht mit meinem Mauszeiger bis irgendwo hingehen und Sie mental vorbelasten. Allerdings, es wäre gesünder und auch gesünder für die Bullen, wenn wir hier ein bisschen korrigieren würden. Wenn nicht, dann bitteschön, dann laufen wir weiter. Dann wird aber so sein, dass irgendwann mal, je weiter wir laufen, desto heftiger dann die anschließende Korrektur sein wird. Wenn man sich das Ganze über den 4-Stunden-Chart anschaut, also Trendkanal zweifelsohne, die Bullen schauen sich das an, kommen nicht mehr hier ganz an diese obere Begrenzung des Trendkanals ran. Und wenn sie es nicht schaffen sollten, an diese obere Begrenzung ranzukommen, dann ist das nicht nur so, dass diese Trendlinie und diese Trendlinie miteinander einen Keil bilden, sondern auch unsere Hauptbewegung fängt an, sich langsam abzuschwächen und das wäre eher ein Zeichen von Schwäche, wobei man sich auch ganz klar machen muss, hey, K&D-Linie sind immer noch oberhalb der 80er-Marke und das ist selbstverständlich deutlich mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Das ist kein Markt, in dem Sie bär sein wollen, das ist kein Markt, in dem Sie Ihre Position wegwerfen wollen, das ist aber auch sicher kein Markt, in dem Sie jetzt noch
zusätzlich bullish hier in diesen Markt rein investieren möchte. Wenn man sich Gold anschaut, Gold hat über den Tag eine bärische Kaltformation. Das muss man sich klar machen. Tief, tief. Und dann berühren wir diese Marke und dann hier diese Hochs, die miteinander verbunden werden. Allerdings, die K&D-Linie kommen hier ebenfalls oberhalb der 80er-Marke an. Die Frage ist, ob sie schaffen werden, sich so richtig schön umeinander zu schlingen. Die bärische Divergenz, die wir normalerweise in einer bärischen Kaltformation sehen wollen, bekommen wir hier nicht. Insofern besteht auch Potenzial, dass diese Formation bullish aufgelöst werden kann. Allerdings 1754 horizontale plus trendbegrenzende Linie. Und Sie wissen, diese Bewegung hatte kein Volumen. Und darum muss man nach wie vor die theoretische Möglichkeit in Betracht ziehen, dass diese bärische Keilformation bärisch aufgelöst wird. Und Sie wissen, Keilformationen sind sehr dynamisch. Und je später sie aufgelöst werden, desto dynamischer verlaufen sie dann und müssen sich nicht immer um die gleitenden Durchschnitte kümmern. Und deswegen gilt auch hier, werfen Sie nicht Ihre Position weg, wenn Sie Bulle sind, wenn Sie es sich leisten können und hier die genannten Zonen um die 1700, um die 1705 gewählt haben, um eine bullische Position aufzubauen, dann setzen Sie zumindest für die Hälfte Ihrer Position Ihr Stop-Loss eng, ohne Ihre Position wegzuwerfen, und geben Sie sich selbst die Möglichkeit, dass doch das Unwahrscheinliche passiert und wir durch diese doppelte Widerstandszone durchgehen können. Über den 4-Stunden-Chart kann man ebenfalls diese bärische Keilformation zeichnen, und Sie sehen, hier haben wir auch eine bärische Divergenz mit der oberen Begrenzung natürlich im Bereich der 1756, 1757, auch horizontal, nicht nur hier die 1751, die gehalten hat, also hier nicht nur die Trendlinie, sondern auch eine doppelte horizontale Widerstandszone. Wenn man sich das Ganze über den Wochenchart anschaut, schauen Sie sich das an, wir haben ein fallendes Momentum, wir haben keine Kaufformation, allerdings, nein, falsch, wir haben eine Kaufformation, allerdings die K-Linie fällt, die D-Linie fällt, beide sind um die 60, das ist eher neutral. Das heißt aber nicht, dass das so bleiben muss. Die Woche ist gerade mal eine Kerze alt. Abwarten, nur aktuell unterstützt der Wochenchart hier die Bullen nicht, dass sie hier durch diese Zone an die 1780, 1790 heranlaufen können. Unterstützt sie auch nicht, dass sie hier sofort durch diese Zone durchgehen können. Auch wenn man sich klar machen muss, und darum gilt es auch nicht einfach so, die Position wegzuwerfen. Wir sind hier in einem aufsteigenden Dreieck. Ein aufsteigendes Dreieck ist deutlich mehr bullisch, als das bärisch ist. Und wir sind im Wochenchart oberhalb von allen gleitenden Durchschnitten. Das hier ist eine bullische Formation. Und das habe ich Ihnen auch immer wieder gesagt. Ausverkauf, Ausverkauf. Nicht mehr so starker Ausverkauf. Es sieht so aus, als würden die Bullen relativ rasch hier wieder an diese Trendlinie rankommen wollen. Das bedeutet, dass wir hier diese Zone um die 1770, 1790 anfangen zu schwächen. Übergeordnet in der Zeiteinheit ist dieser Markt deutlich mehr bullisch, als dass es bärisch ist. Wenn man sich GLD anschaut, weltweit größte ETF auf Gold, bullisch, wie sieht es denn hier aus? Schauen Sie sich das an. In dieser bullischen Bewegung verschwindet unser Volumen, und das ist immer, es ist in der Regel, so muss ich es sagen, kein positives Bild. Zusätzlich haben wir hier auch diese bärische Kaltformation, die wir im Spotmarkt, aber auch im Futuremarkt zeichnen können. Auch hier als Widerstandszone in der aktuellen Tageskerze. Das sieht hier sogar aus wie eine bärische Harami-Kerze. Kennen Sie also große weiße Kerze am Ende eines bullischen Moves, und dann machen Sie eine rote Kerze, die ist klein, und innerhalb der anderen Kerze ist eine potenzielle Reversal-Kerze, hat aber deutlich mehr Aussagekraft, wenn zum Beispiel hier richtig viel Volumen reinkommt. Macht es aber nicht, ist noch weniger Volumen drin. Insofern ist diese Kerze auch mit Vorsicht zu genießen. Für diejenigen, die sich für Crude Oil interessieren, sehr interessante Formation, 20-Tage-Linie, horizontale Unterstützung im Bereich der 87 respektive 86,80 und dann oben trendbegrenzende Linie mit der fallenden 50-Tage-Linie im Bereich der 89,34. Sehr, sehr interessant. Je länger wir hier drin bleiben, desto interessanter wird das Ganze entweder bullish oder bärisch zu traden. Wir können hier einen Trigger jetzt unter die 20-Tage-Linie, unter der horizontalen Linie setzen. Allerdings, wir haben eine steigende K&D-Linie, auch wenn die sich eher umeinander schlingen. Allerdings zeigen sie beide nach oben noch. Schauen Sie sich das Momentum an. Zeigt ganz klar, ganz eindeutig nach oben. Bei so einer Konstellation möchte ich persönlich keinen Trigger unten drunter platzieren, sondern ich möchte schon ein bisschen Unterstützung bekommen, wenn es um die Indikatoren und Oszillatoren geht. Wenn man sich Natural Gas anschaut, wir hatten miteinander besprochen, dass wir hier in dieser Zone bei 407, und wir schauen uns hier gerade den Future des Januar-Kontraktes 2013 an, dass dieser Markt hier drüber gehen muss. Allerdings ist es auch so, dass hier oben drüber hier zwei sehr große und sehr wichtige Gaps sind, und es gilt nicht, hier in diesen Widerstand hineinzukaufen. Und Sie sehen, was passiert. Wir bekommen Abgabedruck. Auch hier sieht es aber auch aus wie ein aufsteigendes Dreieck. Wir warten ab, was uns die Volumina zeigen werden, was mit der 20- und der 50-Tage-Linie sich zeigen wird. Aktuell sehen wir mit diesem großen Widerstand und diesen Gaps auf der einen Seite mit den gleitenden Durchschnitten der aufsteigenden Trendlinie, auf der anderen Seite
keine Möglichkeit, ein Swing Trading durchzuführen. Es gehört mittlerweile zu meinem Alltag, dass ich jeden Abend, bevor ich ins Bett gehe, für Sie ein Edelmetall- oder ein Rohstoffvideo zur Verfügung stelle. In der Regel kommt ja noch eine Forex-Ausgabe dazu. Und natürlich haben wir auch noch eine Triggerliste. Das ist mein Alltag. Mein Alltag, es ist einfach so, dass ich jeden Tag um 18 Uhr dann wieder anfange, durch viele, viele Assets zu gehen, anschließend mit Silvio zu telefonieren. Ich kenne es mittlerweile gar nicht anders. Damit das funktioniert, dann muss es Ihnen ins Fleisch und Blut übergehen und Sie müssen es immer und immer und immer und immer und immer wieder machen. Nicht viel anders ist es auch, wenn Sie traden. Da müssen Sie auch immer und immer und immer und immer wieder das Gleiche machen. Eigentlich ist Traden etwas relativ Langweiliges, wenn man denn es schafft, seine Emotionen im Griff zu halten. Wenn Sie sich dafür interessieren, wie man immer und immer und immer wieder das Gleiche macht, dann sind Sie herzlich eingeladen, uns zu kontaktieren, um ab Februar 2013 an unseren Seminaren teilzunehmen. Und auf jeden Fall ist es so, dass wenn Sie traden, müssen Sie immer und immer und immer und immer wieder mit einem Stop-Loss arbeiten. Bitte platzieren Sie immer ein Stop-Loss, wenn Sie traden. Haben Sie allerherzlichsten Dank für Ihre Aufmerksamkeit, wenn Sie mögen. Morgen gibt es das nächste Update zu den Edelmetallen und dann gibt es auch ein Video zu den Forexes. Mein Name ist Hamed Esnaschari alias Wolke P.